Und ich habe mit meinem Papa vor einiger Zeit ein Spiel für die Xbox 360 gekauft. Das heißt Red Dead Redemption. Das ist ein Open-World-Spiel im Western. Und es ist ziemlich cool. Das ist jetzt 8 Jahre alt fast, weil es 2010 rausgekommen ist. Und dafür ist die Grafik, würde ich mal sagen, der Hammer. Und es kommt auch ein zweiter Teil bald raus. Und ich habe noch Ferien und die Zeit kann ich noch schön nutzen. Wir kommen ja aus Norddeutschland und wohnen ja in Bremen. Und da hat ja für uns die Kohl- und Pinkel-Saison, also die Saison von Grünkohlessen, schon im letzten Jahr im Winter und Herbst begonnen. Haben wir auch schon ein paar Mal gegessen. Aber heute ist hier in einer überdachten Einkaufspassage in Bremen ein großes Grünkohlessen angekündigt. Man kriegt den Grünkohl in verschiedene Varianten. Mit Kartoffeln nur oder mit Beilagen, die da wären, Kassler Kohl, Kassler, Pinkel und Kochwurst. Und um 11 soll es losgehen, ist kurz vor 11. Wir haben schon Hunger. Warum? Weil wir noch kein Frühstück gegessen haben. Genau. Wenn auch die Sonne noch so heiß. Haben wir es auch schon? Ja, mal sehen. Wollt ihr was helfen mit der Pinkel? Ich habe einmal, als ich das erste Mal Pinkel gegessen habe, fand ich das ganz lecker und dann habe ich das auch mal ein paar Schulkameraden erzählt und die wussten gar nicht richtig, was Pinkel ist und vom Namen Pinkel denkt man auch erstmal an was anderes, aber Pinkel ist eigentlich ja Essen. Das ist eigentlich eine Wurst, die man aufgehangen hat und dann ist da immer so Wasser runtergetropft und deswegen hat man das eben Pinkel genannt und es schmeckt sehr gut. So, auf geht's ins Vergnügen. Wieso gehst du ja hier zu Fuß hoch, so eine Rolltreppe? Wir stecken geblieben oder irgendwas. Ich denke erstmal so, hä? Das fühlt sich auch voll komisch an, weil die irgendwie ganz anders. Hier hoch zu gehen, wenn er rollt. Stadt so ein bisschen zu rumgucken und mein Papa hat eine Powerbank und jetzt wollte ich auch eine. Jetzt habe ich eine für 4 Euro hier gesehen. Besser gesagt, mein Papa hat es gesehen, hat mir Bescheid gesagt. Und ja, dann hole ich mir hier mal eine und mal sehen. Wir waren gerade in so einem Laden, wo man Videospiele kaufen kann und wir haben für die Xbox 360 wieder was gekauft. 2 Spiele für den Kinect-Sensor, so eine Kamera ist das.
Gibt es auch für die PS4 und auch für Xbox One, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall haben wir dann hier noch den Kinect-Sensor gekauft. 15 Euro, also gar nicht so viel, würde ich da mal sagen, für den Kinect-Sensor. Der ist gebraucht, muss man dazu nochmal sagen. Aber funktionieren tut er, glaube ich, noch. Aber wir haben auch eine PS4 zu Hause und die benutzen wir gerade zur Zeit nicht so sehr, weil diese Spiele auf der Xbox 360 sind auch einfach nur toll und weil manche sind auch alt, die man jetzt gar nicht mehr richtig kaufen kann für PS4 und so. Auf jeden Fall will ich das erstmal gleich zu Hause ausprobieren. Neue Technik, die ja nun schon einige Jahre alt ist, ist auch heute noch, wie man gerade im Hintergrund sieht, recht angesagt und funktioniert bestens. Und ein Vorteil, den ich mal so erkennen kann, ist, dass man nicht auf dem Sofa stumpf beim Spielen sitzt, sondern sich davor bewegt. Kann nicht verkehrt sein. Wir haben neulich mit der Familie mal so alte Aufnahmen geguckt, auch welche, wo ich noch gar nicht auf der Welt war. Und für mich ist das dann natürlich auch sehr interessant gewesen. Und deswegen haben wir gedacht, können wir das ja auch mal für YouTube mal so ein bisschen zeigen. Da sind wirklich sozusagen uralte Aufnahmen dabei. Die älteste aus dem Jahr 1989, also 29 Jahre alt. Fangen wir mal an. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Das ist hier übrigens in einem unserer USA-Urlaube in Wyoming. Ich hatte mir gerade, als wir dort ankamen, in einer Mall neue Turnschuhe gekauft, schöne weiße, und wollte hier mal auf diesem vermeintlich trockenen Boden zu dem See dahin gehen. Ja, aber dann passierte leider etwas. Da. Ach du Kacke! Ja, das war dann, sah nur trocken aus, der Boden, aber er war nass, matschig. Sieht man auch ein bisschen. Guck mal, da hinten ist ein bisschen trocken, ja, ein bisschen so. Das Format natürlich ist klar. Früher gab es noch kein 16:9, sondern nur 4:3. Deshalb sind die alten Aufnahmen alle im 4:3 Format. Ja, das nur mal so als kleiner Einstieg. War trotzdem ein schöner Urlaub. Und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Aufnahme. Das war mein schönster Urlaub bisher auf den Malediven. Und ich wollte für unser Video, was wir da gemacht haben, woher auch dieser Ausschnitt ist, so einen ganz kleinen lustigen Einstieg machen. Ich bin dann mit meinen Taucherflossen und Taucherbrille erstmals am Strand lang gelaufen. Das sieht aus. Hatte aber gar nicht gesehen, dass rechts von mir ein Steg war mit einem Restaurant, wo diverse Leute saßen und natürlich diese Szenerie mit beobachtet haben. Aber das war mir dann auch egal. Und ja, das war so ungefähr die erste Berührung mit dem schönen Wasser auf den Malediven. Und da ich da jetzt zum ersten Mal mit dieser Taucherbrille und den Taucherflossen im Wasser gewesen bin, wusste ich auch noch nicht, dass man natürlich nicht vorwärts ins Wasser geht, weil natürlich die Taucherflossen, diese Schwimmflossen, das behindern soll, dass man dann rückwärts da reingeht eigentlich. Aber das haben wir dann später auch noch gelernt. Sah auf jeden Fall, wie ich finde, ziemlich tollpatschig und dämlich aus. Aber man ist ja auf YouTube auch ein bisschen, um sich zu blamieren. Ja. So, 1997 war das Ganze jetzt hier. 2011, da bin ich. Da ja, ich kann mich doch daran erinnern, was ich mir auf dem Kopf hatte. Ja, so. Ich bin bei einer Sonnenbrille. Ich kam mir richtig cool vor, ey, früher so. Ja. Und da kann man auch schon sehen, auch am Handy interessiert. iPhone 3 am Start. Nee, das ist nicht 3, das ist mindestens 4. Oder? Ja, keine Ahnung. Aber auch schon, wenn man sieht, konntest du das schon bedienen. Also schon mit der Technik ein bisschen vertraut. Da waren wir irgendwo hier auf dem Dach in der Nähe, gab es ein Restaurant, gibt es nicht mehr leider, war eine prima Sache. Das war 2011. So, 1995, da habe ich noch mit Simone, mit Johns Mama in einer anderen Wohnung gewohnt. Da war die Aussicht, wie man hier gerade sieht, vom Balkon nicht so rosig, zumal da gerade eine Baustelle war. Hauptsache Sonne. Und dann hier so ein kleiner Fail. Ja, das war's. Ich wollte meinen Sonnenschirm aufspannen, um ein bisschen im Schatten zu sitzen. Der Schirm ist aber fest an einer Mauer befestigt. Ja, und da der Sonnenwinkel natürlich nicht mit dem Standort des Sonnenschirms übereinstimmt, sitzt man nach wie vor in der Sonne. Der Blick einfach so. Ja, aber egal. Hier sieht man mein erstes Auto,
Das war ein Golf LX in lasergrün Metallic. War damals für mich schon was sehr Besonderes, denn als erstes Auto, das war noch gar nicht mal so alt, das war ziemlich neu noch sogar. Und heute haben wir ja immer noch einen Golf, also ist man so ein bisschen dabei lieben. Wir hatten noch mal irgendwie so ein Ford zwischendurch. Ja, das noch mal so, 1995. Abenteuer Silvester hat jetzt 1996. Wir sind wohlbehalten eingetroffen. Die ersten Silvester-Raketen haben wir auch schon gesehen, als wir an der Autobahn da standen und auf den ADAC gewartet hatten. Da haben wir nämlich Silvester gefeiert, in Visselhövede bei Simone und hatten eine Panne, weil unsere Benzinleitung eingefroren war. Wir sind dann doch noch hingekommen und jetzt machen wir hier eine Bowle. Und man hatte früher noch nicht ganz so viel Erfahrung mit dem Öffnen von Weinflaschen und sowas. Das kommt jetzt hier so ein bisschen, nicht? Und mit der Handhabung eines Korkenziehers war man auch noch nicht so ganz vertraut. Und das Wort das Bowle gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Also hat man früher gemacht, so eine Bowle zu Silvester mit Wein und Früchten da drin. Manche sagen das ja noch. Ja, das gibt es noch ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall immer lustig, wenn man es denn getrunken hat. Dicci-Bowle war das übrigens. Ein 8 Liter Sherry. Was haben wir denn noch drin überhaupt? Fast noch voll. Gutes Augenmaß. So, dann kommt noch was rein. Naja, eine große Kunst war es nicht, aber jetzt habe ich schon mal gehört, wie man diesen Öffner bedienen soll hier. Nicht ziehen. Hochziehen. Oh ja. Das ist so schwer, nicht? Sieht immer einfach aus, aber wenn man mal selber probiert. Naja, und ein Jahr vorher, 1995, das kommt jetzt nämlich gleich, da habe ich noch nicht mal diese Plastikummantelung vorne am Flaschenhals abgemacht. Und trotzdem den Korken rausgekriegt. Das ist übrigens die älteste Aufnahme aus 89. Ja, hat mich ja kaum verändert, oder? Also, wenn man mal guckt irgendwie, also man erkennt, dass du das bist, aber Veränderungen gibt es schon. Ja, hier, Fondue, auch das muss gelernt sein, wie man das Fett in diesen Behälter reintut. So nicht. Fondue, das wird fett heiß gemacht, da kann man da so Fleischspieße reintun. Das haben wir früher zu Silvester eigentlich immer gemacht und auch bis vor kurzem noch. So, 2011 mal wieder. Wer guckt sich da ein Buch an? Das bin ich. Also, ja, mein Winnie. Hör mal die Stimme. Und dann ist die Katze, die sitzt da bei Mickey Mouse. Und da ist Der Weihnachtsmann mit dem Sack. Ja, das waren die Videos. Wenn euch sowas gefällt, dass wir auf alte Sachen von uns reagieren, schreibt es nochmal in die Kommentare und dann machen wir das auch mal. Und das war jetzt das erste Video im neuen Jahr 2018. So viel Inhalt war es noch nicht, aber ich sag mal, es ist ja immer so eine Zeit, der Beginn des neuen Jahres, wo auch nicht viel los ist. Und deshalb ist das Video auch so wie das reale Leben. Und beenden wir jetzt mal auch an dieser Stelle das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es uns mit einem Like zeigen. Über Abonnenten würden wir uns auch sehr freuen. Wie immer. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.